Der Touring-Club Schweiz hat gängige Rückhaltesysteme für Hunde im Auto getestet. Neben Hundesicherheitsgurten wurden Boxen aus Metall, Kunststoff und Stoff sowie zwei Gitterkäfige bewertet. Die Produkte mussten sich in den Bereichen Sicherheit, Eignung für den Hund, Handhabung, Reinigung und Pflege bewähren. Ein entscheidender Faktor ist die Größenwahl der Box in Abhängigkeit zur Größe des Hundes. Die Box sollte so klein gewählt werden, dass der Hund bei einem Aufprall so geringe Beschleunigungswege wie möglich erfährt. Sie sollte aber auch groß genug für einen artgerechten Transport sein. Nicht zu vernachlässigen ist die richtige Gewöhnung des Hundes an die Box. Die Testfahrer führen fahrdynamische Tests bei mindestens 70 km pro Stunde durch. Anhand von Videoaufzeichnungen wird anschließend das Ausmaß der Beschädigungen beurteilt. Für die Transportboxen werden allfällige Reparaturmöglichkeiten unter dem Kosten-Nutzen-Aspekt berücksichtigt. Bei der Sicherung von Hunden spielt aber nicht der Schutz des Vierbeiners, sondern auch derjenige der Insassen eine wichtige Rolle. Ein mittelschwerer Hund von 19 kg kann bei einem Aufprallunfall mit 50 km pro Stunde für vorne sitzende Personen zum tödlichen Geschoss werden. Die freigesetzten Kräfte können mehr als eine Tonne betragen. Bereits bei einem Aufprall mit 30 km pro Stunde kann eine korrekte Sicherung lebensrettend sein. Fazit: Am sichersten ist der Transport von Hunden in einer Metallbox, welche korrekt im Laderaum verankert ist und an die Rückbank anliegt. Eine zusätzliche Verankerung mit dem Fahrzeugboden erhöht die Sicherheit auch schon bei Ausweichmanövern ohne Unfallfolgen. Wird die Hundebox sachgemäß platziert und gesichert, ist das Risiko für die Insassen, durch den Hund verletzt zu werden, minimal. Nur bedingt empfehlenswert haben die getesteten Hundegeschirre abgeschnitten. Sie schützen bei einem raschen Ausweichmanöver oder einem Unfall weder das Tier noch die Fahrzeuginsassen ausreichend. Eine Übersicht aller getesteten Produkte ist auf tcs.ch verfügbar. Der Touring Club Schweiz wünscht eine gute Fahrt.